Wenn ein der Intendant des NDR nominiert, ist natürlich immer die Gefahr groß, dass es eine falsche Nominierung ist, die irgendwie illegal zustande gekommen ist. Trotzdem, lieber Lutz Mamor, mache ich natürlich mit und übergieße mich gleich mit literweise eiskaltem Wasser. Übrigens dankenswerterweise an meinem letzten Urlaubstag. Es hätte so schön sein können, aber was soll's. Ich nominiere natürlich Anja Reschke von ZAP. Ich nominiere Klaus Ebert, den Präsidenten des Hamburger Presseclubs. Und ich nominiere als kleinen Dank für seinen ersten Sieg in Köln Mirko Slomka, den Trainer des HSV. So, jetzt kann's losgehen. Oh, es ist kalt, kalt, kalt. Los, vielen Dank.